So, jetzt kommt nämlich eine Sache, auf die ich mich ganz besonders freue, nämlich Christian Eckerlin akzeptiert ein Rematch. Akzeptiert ein Rematch gegen den Gegner. Das war ja ein hart umstrittener Fight. Und er akzeptiert Rematch. Und das gucken wir uns jetzt auch mal ganz kurz an, Freunde. No Time MMA ist der Channel. Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. Christian Eckerlin hat das Rematch offiziell akzeptiert gegen seinen Gegner Oliveira, gegen den er jetzt am 4.6. in Frankfurt gekämpft hatte in der Festhalle. Er hat ein enormes Statement gedroppt, wo er wirklich einfach mal alle seine Eindrücke und Emotionen in diesem Statement geäußert hat zu der momentanen Situation und zu den Vorwürfen, Freunde. Wenn euch das Video gefällt, lasst unbedingt gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen und immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. 64% von euch haben meinen Kanal auch nicht abonniert, Freunde. Ihr könnt damit stets auf dem neuesten Stand Komm, erzähl mal jetzt hier für Eckerlin. bleiben, würdet mich sehr supporten und ich bin euch sehr dankbar dafür. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, Mann, wir haben eine Stunde das Schwarzwald-John-Video geguckt, Alter. Unfassbar. Und let's go. Christian Eckerlin hat das Statement auf Instagram geäußert und hat dazu einige sehr, sehr emotionale und starke Worte gesagt, die er hier wirklich gerne mal an die Öffentlichkeit bringen wollte. Er sagte: Liebe Freunde. Mein Vater ist natürlich auch hier Fußballkommentator für euch. Polen gegen Belgien, für die, die es interessiert, es steht unentschieden in der Halbzeit. Und Papa, danke, dass du in der Halbzeit hier reinkommst. Sehr, sehr cool. Und Hater. Das Leben kann schon seltsame Wege gehen. Von der spektakulärsten Atmosphäre in der Frankfurter Festhalle bis zum heutigen Abend ist eine Menge passiert. Ich musste mich Vorwürfen stellen, die ich mir nicht mal in meinen wildesten Albträumen hätte vorstellen können. Mir wird Betrug, Schauspielerei und Unsportlichkeit vorgeworfen. Dinge, mit denen ich nie etwas zu tun hatte und Das Statement habe ich übrigens auch gelesen. nie etwas zu tun haben werde. Ich bin wie immer offen und ehrlich zu euch. Diese Vorwürfe haben mich sehr verletzt und ich muss erkennen, dass viele scheinbar einfach das glauben wollen, was sie eben glauben wollen, warum auch immer, sagt er hier. Egal, was man über mich Nein, Tolga, Ron kommt gleich. Ron kommt, glaube ich, als nächstes oder übernächstes. Mal gucken. sagt oder auch denkt, ich weiß, dass ich zweimal von Tiefschlägen getroffen wurde. Ich kenne den Schmerz nur zu gut. Der Ringrichter hat die Situation offensichtlich genauso gewertet und er darf und kann auch nur von dem ausgehen, was er wahrgenommen hat, beziehungsweise was ihm vom Schiedsgericht während der Unterbrechungspause gesagt wird. Ich werde nicht darauf warten, wie die GEMAF entscheidet in Bezug auf den Einspruch und es ist mir auch egal, da ich weiß, dass ich gewonnen habe. Trotzdem bitte ich Octagon MMA, ein Rematch für den 15. Oktober zu arrangieren, damit ich nochmal beweisen kann, dass ich der bessere Mann bin. Zum Abschluss möchte ich mich auf jeden Fall nochmal bei allen bedanken, die am Samstag und während meiner ganzen Karriere. Ja, das wurde mir auch schon zugeschickt auf Instagram. Falls ihr das Video am Start habt, bitte knallt es rein oder Onkel Jacek wird das gleich auf jeden Fall reinknallen. Für eine unglaubliche Stimmung gesorgt haben, mir vertraut haben und natürlich auch Glauben schenken, weil sie mich kennen. Denn jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein fairer Sportsmann bin und keine Angst vor dem Verlieren habe. Ich habe nicht nötig, irgendetwas vorzuspielen und ich hoffe, das Rematch kommt zustande. Das ist eine sehr, sehr ausführliche Antwort von Chris. Also finde ich sehr, sehr stark von Eckerlin. Klar, was ich ja schon letztes Mal gesagt habe, das Beste, was er machen könnte, wäre am nächsten Tag das Statement einfach rauszuhauen und sagen, ey, pass auf, ich habe zwar gewonnen, aber zu Unrecht. Es war ein Tiefschlag, man hat es gesehen aus jedem Winkel. Ich habe zwar gewonnen, aber zu Unrecht, bla bla bla, lass ein Rematch machen direkt am nächsten Tag. Aber naja, was wollt ihr machen? Er hat es jetzt in einem Instagram-Post gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Rematch. Das werden wir uns auf jeden Fall dann auch reinziehen im Oktober, definitiv. Und ich freue mich, dass er so quasi agiert hat in der Situation. Definitiv. Finde ich cool. Ich bin auch auf das Rematch sehr, sehr gespannt. Christian Eckerlin in Bezug auf das, was ihm durch den Kopf ging. Es ist so viel passiert in den letzten Tagen, dass so ein Statement natürlich von ihm auch kommen musste. Ja, ich bin mega gehypt auf das Rematch. Ich denke, das wird auf jeden Fall zustande kommen. Eckerlin kann in diesem Sinne auf jeden Fall einen guten Gameplan haben. Er hat gesehen, am Boden funktioniert super gegen seinen Gegner. Dann wird das wahrscheinlich auch wahrscheinlich wieder am 15. Oktober so der Gegner sein und der Gameplan wird zustande kommen. Ich finde es krass. Da müsst ihr mir mal auch mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr über das Ganze? Mikro leise? Nein, oder? Ist doch laut.
Mikro ist nicht leise. Mikro ist bei mir bestens eingestellt. Ah, ich bin der Technik-Tony 3000. Mit hängender Kamera wieder. Ansonsten, wär's es mit dem Video, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA. Ja, das war das kurzes, knackiges Video. Was soll ich euch sagen? Wie gesagt, ich find's cool. Definitiv finde ich gut. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid. powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.